Willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris. Das letzte Mal haben wir geendet damit, dass wir einen neuen Anführer gewählt haben. Nur jetzt sehe ich gerade, dieser neue Anführer hat einige Probleme mit sich gebracht. Wir können jetzt plötzlich nur drei Systeme kontrollieren, weswegen eine Reihe von meinen Systemen in Unrest gefallen sind. Das heißt, sie sind kurz vorm Revoltieren. Das haben wir uns tatsächlich noch nicht mehr angeschaut, aber ich schaue mir das jetzt an. Ich kann hier offensichtlich das Government reformen, sehe ich gerade. Es gibt ein paar Dinge, die ich bauen, reintun kann und ein paar Dinge, die ich nicht reintun kann. Ich kann zwei Sachen reintun. Technocracy heißt so viel wie plus eine Research Alternative, das heißt immer eins mehr, das ich erforschen kann gerade. Police State, das würde mir die Unrest senken, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht jetzt. Environmentalists, die Consumer Goods Costs sinken um 20%. Cutthroat Politics, kriegen wir plus 1 Influence. Naja. Mining Guilds. Wir produzieren mehr Mineralien, das ist aber, glaube ich, eigentlich weniger das Problem, das wir zurzeit haben. Efficient Bureaucracy, die sollten wir auf jeden Fall nehmen, das bringt uns nämlich zwei zusätzliche Core Sector Systems, dann hätten wir wieder fünf und die Leute wären wieder nicht so unzufrieden, nehme ich mal an. Und was ist das letzte? Functional Architecture, Building Cost minus 15%. Schwer zu sagen, was wir da am besten nehmen. Tja. Ja, Imperial Cult zum Beispiel kann man nicht nehmen. Wir sind nicht Authoritarian und nicht Spiritualist. Und wir haben kein Imperial Dings, bla bla bla. Es gibt auch keinen Philosopher King für uns, keine Slaver Guilds und so weiter und so fort. Also das sind lauter Sachen, die wir nicht nehmen können. Eins von denen könnten wir noch. Zu unserem Stil, was wir da machen, wäre Technokrat, würde dazu passen. Plus eine Research Alternative. Ist vielleicht wirklich nicht so schlecht. Environmentalist vielleicht auch. Das würde zumindest zu unseren Entscheidungen passen, die wir bis jetzt getroffen haben. Ich weiß allerdings nicht, was die Consumer Goods Costs sind. Brauche ich Consumer Goods? Ist das irgendetwas, was gut für die Bevölkerung ist? Ich weiß es nicht. Was ist das? Democratic? Oligarchic? Dictatorial oder Imperial? Ah, okay. Gut, wir sind oligarchisch derzeit. Ah, wenn wir das anklicken, dann können wir noch ein paar Sachen dazu nehmen. Verstehe. Meritocracy, Leader Skill Levels plus 1, Leader Pool Size plus 1. Das ist auch nicht so schlecht. Technokraten haben wir schon gehabt. Polizeistaat. Environmentalist hatten wir schon. Shadow Council. Election Influence Cost minus 50%. Nö. Mineralienproduktion hatten wir schon. Building. Aristocratic Elite. Governor Recruitment Cost minus 50%. Empire Leader Capacity plus 4. Puh. Auch nicht so schlecht eigentlich. Die Skill Levels plus 1 ist vielleicht auch nicht so schlecht. Machen wir unsere Leader effektiver vielleicht. Wir können das nicht.
Ah. Ja, aber. Wir werden das auch nicht weiter können, weil wir verlieren ja Influence pro Monat. Das ist aber nicht gut. Jetzt haben wir das verloren durch die Wahl, oder wie? Das ist aber gar nicht gut. A new faction has recently been gaining traction in the internal political landscape of the Klacknackpark Science Collective. Led by Governor Ledwak Wautinacker, they call themselves the Committee of Higher Learning. Na sowas. Their members have been pushing hard for the advancement of the sciences. A disgruntled faction will be a source of trouble, but those that approve of the government's actions should prove useful. Okay, wir haben eine Faction dazu gekriegt. Factions. Huch, noch irgendwas ist passiert. Oh, immerhin, die sind Happiness 55%. Gar nicht mal so schlecht. Da können alle Pops dazu, oder wie? 48. Was auch immer hier passiert, Bleeding Edge, staying ahead of the curve and not allowing any fellow empires to be more than equivalent. In tech level will please the Committee of Higher Learning. Okay, Science Without Borders. Signing research treaties with at least three other empires will please the Committee of Higher Learning. Okay. Was ist das? Ich bin vollkommen überfordert. Was macht dieses Spiel gerade mit mir? Wir haben ein inactive building. Oh, da, okay, na gut, soll sein. Durch dieses, das da, haben wir so viel Minus hier. Das ist gar nicht gut. Und wie können wir Influence kriegen? Wo haben wir Influence eigentlich verloren? Ah, minus 0, Frontier Outposts minus 3. Ah, Outposts kosten Influence. Schauen. Na gut. From Edicts minus 0,85. Schauen wir mal, ob wir dieses Edikt zurücknehmen können. Policies and Edicts. Encourage Free Thought. Gehen wir es mal weg. Ja, wir kriegen ein bisschen Plus, aber nicht wirklich viel. Ah, aber durch das Plus bei der Influence kriegen wir da auch wieder mehr. Schon. Das heißt, das liegt mehr an der Influence als an dem. Okay. Na, immerhin werden wir das offensichtlich überleben. Kriegen wir das dann zufällig? Ah, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Influence nicht so abgebaut. So. Was können wir da noch herbauen? Weil noch nicht wirklich was. Solche Sachen. Was kostet einen Haufen Kohle und vor allem Energie? Ich bin echt nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist.
Obwohl andererseits, wieso nicht? Bauen wir mal ein Destroyer Assembly Yard und dann können wir nämlich dort Destroyer bauen. Das ist an der Grenze zu diesen Typen im Süden von uns. Na gut. Borders closed. Was? Warum? We have allowed you to move about freely in our territory for too long. Today we will draw the line. Okay, aber warum? Wir haben jetzt sogar ein Research-Abkommen gemacht. Oder? Wieso mögen uns die nicht mehr? Border Friction minus 63 plötzlich. Das war doch nicht so stark das letzte Mal, oder? Hm. Verstehe ich nicht. Das Spiel hasst mich. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Und ich weiß auch nicht, was ich dagegen tun soll. Construction complete. Ich dachte eigentlich, dass ich mit denen jetzt ein Research-Abkommen geschlossen habe. Konstruktionsschiff. Schauen wir mal, was wir mit dir noch als nächstes machen. Forschung oder Mineralien. Machen wir Forschung. So. Forschung und Mineralien. Na immerhin, wir kriegen 0,32 wieder pro Monat. Construction complete. Okay. Klacksnacks, top. Was habt ihr fertig? Wir bauen als nächstes ein paar Destroyer. Weil... Wer weiß, was diese Wahnsinnigen da gegen uns vorhaben an den Grenzen. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass sie in irgendeiner Weise... Oh, ist das neu? Unity? Was mag das sein? Monthly Game? Hm. Unity is used to unlock new traditions. We can increase our output by building... Autochthon Monuments or other Unity Buildings. Das ist neu. Woher kommt das? Irgendwas hat mich da jetzt gerade verwirrt. Na gut. A new faction has recently been gaining bla bla bla. Die Klacknackbrack Supremacy Vanguard. Okay. A forest fire caused by lightning on Zatnatrak created something akin to a stampede among the planet's wandering forests. Na super. Their wild panic brought them into areas they had previously avoided, resulting in widespread damage to the colony's terrain. Unfortunate. Hätten den Wald doch niederbrennen sollen. Zu viel Freundlichkeit ist schlecht, offensichtlich. Research complete. Ah, Research complete.
Frontier Clinic. Sehr gut. New Research. Was können wir denn researchen? Biolab 2 wären wir schneller mit ihm. Und auch den Energy Siphon. Machen wir mal den Energy Siphon. Da haben wir schon 60 von den Dingern. Wie schaut es bei euch aus? Oh, das dauert nicht mehr so lange. 4 Monate, 3 Monate. Sehr gut. Construction complete. Okay. Tarnatalak. Dann bauen wir doch glatt Destroyers. Construction complete. Okay, wir sind da fertig mit unseren. Schiffen. Na, vielleicht sollte man noch eines bauen. Construction complete. So, wir machen einmal einen Research. Da könnten wir einen Cruiser bauen. Cruiser. Na, machen wir das doch glatt. Wir haben da einen Vorteil mit dem Lobukwartinaka. Jetzt, achso, außerdem die zweite Faction wollte ich mir anschauen, die da gegründet wurde. Klacknack Truck Supremacy Vanguard. Okay, die haben sich aufgeteilt in zwei Gruppen oder wie? Ah, das sind die Supporter und das sind die potenziellen Supporter, oder wie? So, was wollt ihr? Ihr wollt... Klacknackbrack. Supremacy Vanguard want our ruler to be of their species and will be angered by any non-Klacknackbrack. Na okay, das hätten wir ja schon erfüllt, oder? Aber doch nicht. Das haben wir noch nicht erfüllt? Wieso nicht? Sind wir noch in den Wahlen? Asserting Dominance. Declaring war against one or more Xeno Empires will please the Klacknackbrack Supremacy Vanguard. Naja, klar. Exploiting primitive Xeno Civilizations to maximum effect by legislating or for unrestricted native interference will please the Klacknackbrack Supremacy Vanguard. Okay. Gut. Und bei euch, Bleeding Edge, was ist das? Staying ahead of the curve, not allowing any fellow empires to be more than equivalent in each tech level will please. Ah, okay. Na okay, das zweite werden wir wohl kaum erfüllen können für euch, was ihr da gerne hättet. Ach, die könnten wir so happy machen. Das ginge leichter. Research complete. Nochmal was fertig und dieses Mal in Physik. Yay, Power Plant 3. Das heißt, wir könnten dann wieder anfangen, auf den Planeten zu schauen, ob wir was aufbessern können. Basic Combat Rolls. Das sind Kampfcomputer, die wir einbauen können. Wieso nicht? Wieso nicht? Das geht schnell auch. Und wir müssen unsere Schiffe sowieso ein bisschen stärker machen. So,
So, außerdem haben wir gesagt, wir sind jetzt in der Lage, irgendwas aufzurüsten. Yes. Nein. Jetzt fehlt uns das Geld. Construction complete. Tile blocker cleared. Mhm. Mineralien brauchen wir jetzt auch wieder mehr. Jetzt gehen uns die Mineralien auch wieder aus. Das will ich ganz gerne loswerden. Was kann ich da... Oh. Huch, wo bin ich jetzt gekommen? Expansion. We must expand our civilization to new systems and planets or risk eventual extinction. Ah. Verstehe. Das ist sowas ähnliches wie... Civilization, der Kulturtrack, und wenn wir 312 erreicht haben, können wir da eins verbessern. Schascha. Starlords. Prosperity, Harmony, Supremacy, Diplomacy, Discovery. Hm. Naja, schwer zum sagen. Das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Construction complete. Okay. Mehr Energie, wir brauchen mehr Energie. Ah, verstehe, die fliegen immer daher. Das heißt, wir sollten dort hinten auch ein Zentrum für die Schippernakeln machen. While in command of 1st Husk Squadron, Admiral Lubbock Upiverta has learned to carefully nurse her supplies to significantly reduce ship operating costs across the board. Sehr gut. Sie ist jetzt Schiffslogistiker. Gut, aber apropos. Da gehen wir jetzt nämlich gleich einmal hin. Können wir das da auch zu einem Ready Point machen? Ich glaube. Jetzt ist es etwas besser, weil wenn ich jetzt einen Destroyer baue, dann fährt er dorthin. Construction complete. So, wie schaut das aus? Da haben wir alles
Dann geh mal daher. Dort werden wir als nächstes abbauen. Construction complete. So, da werden wir auch einen Leader dazugeben. Construction complete. Okay, dann schauen wir uns gleich an. Das kostet uns auch Punkte. Das kostet uns weniger, weil der Eager ist. Ein Trickster. Combat Speed und Dimensional FTL Damage. Und der ist adaptable. Aber tatsächlich ist der auch am jüngsten, also so schön. Ja, er ist billiger und er ist jung. So, was haben wir da fertig? Einmal nichts, was ich wüsste. So, wir machen eigentlich nichts anderes derzeit als Schiffe bauen und unsere Planeten ausbessern, damit wir nicht zurückfallen hinter die anderen. Schau an, unsere Fleet Power ist mittlerweile äquivalent mit ihnen. Mit ihnen noch nicht. Oh, das gefällt mir nicht. Aber ihr hier könnten wir vielleicht. Nein, wir haben eh einen Trade Deal mit ihnen. Nö, kein Research Agreement, das ist ärgerlich. Oh, wir können noch Food transportieren, schauen. Ist das neu? Ich glaube nicht, dass wir vorher Food hin und her transportieren konnten. Information. Felderkristalle hätten wir für sie. Aber ich hätte gerne ein Research Agreement mit ihnen. Könnten wir das schaffen? Jo, wir schaffen das nicht. Schau mal. Was hältst du von folgendem Ding? Wir nehmen das und das. Und wir hätten gern das. Nein? Ach, du bist so ein Schwammer. Was würdest du mir denn für die Telda-Dings geben? Außer das Research Agreement will ich nichts von euch. Hab mich gern. Du kannst mich mal gern haben. So, Trade Deal Duration expired. Ah, okay. Das war das. Das ist gerade zu Ende gegangen. Na gut. Ah, Active Sensor Links. Aber die wollen sie uns auch nicht mehr geben, nehme ich mal an. Nachdem sie wir nicht mehr durch sie durch dürfen.
Was ist mit euch? Wollt ihr gern Teil der Kristalle? Für ein Research Agreement? Nö. Kein Research Agreement. Auch keine Active Sensor Links. Starcharts auch nicht. Also du wirst mir gar nichts geben dafür. Du wirst es einfach nur haben. Warum habe ich eigentlich nur unkooperative Nachbarn? Das gibt's ja wohl nicht. Ich würde ihnen sogar mehr geben und trotzdem geben sie mir nicht das, was ich gerne hätte. Tja. Und der... Ist er jetzt in charge oder nicht? Naja, okay. Was soll's. Herrschaften, ich weiß wirklich nicht genau, was ich tue. Aber... Egal was ich tue, es führt uns nicht zum Sieg. Schauen wir mal. Naja. Ist dieses Gebiet schon langsam drinnen? Nö, noch nicht. Aber bald. Bald ist das in unserem Gebiet. Gut, also wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.